Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Star Trek Online Video. Und zwar heute zeige ich euch mit Season 11, was am 27.10. rausgekommen ist, die neue STF, und zwar Kontrapunkt. Das ist eine Raum-STF, wo man ja Deep Space Nine verteidigen muss. Ich spiele diese Episode jetzt auch zum ersten Mal und ja, dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. We request immediate assistance. Our defenses are nearly down. We need help to clear these ships. Ja, okay. Sagt an sich sogar alles. Auch die Schiffe soweit alles wegschießen. Und ja. Hier haben wir auch vorne noch die Pfeilen dazu. So. Ach, das Forschungsschiff, okay. Temporaler Mobius-Zerstörer sogar. Wir sehen hier schon, wir haben hier alles Mögliche, auch mit den Skins dazu. Ich muss mich jetzt sogar ein bisschen konzentrieren, damit ich hier nicht gerade sterbe. Weil es sind doch eine Menge Schiffe gerade sind. Das ist der Mobius Zerstörer und der Kommando, falls ich die beide auch nicht feiern. So. Sie machen auch schön, als optional ist, dass wir sie über 75% halten. Und ja, was haben wir hier? Danke, wir wurden vollkommen überrascht. Sie haben mit ihrem ersten Angriff unsere Langstreckensonden- und Verteidigungssysteme deaktiviert. Unsere Reparaturteams setzen gerade unsere Verteidigungssysteme wieder in Stand. Unsere Sensoren sind wieder funktionstüchtig. Wir empfangen ungewöhnliche Messwerte, möglicherweise von den Koordinaten, bei denen die Schiffe des Spiegeluniversums übergewechselt sind. Überprüfen Sie diese Gebiete. Als sie irgendwelche Portale entdecken, versuchen sie, diese zu schließen. Man sieht doch schon, es sind alles Föderationsschiffe soweit. Und also auch aus allen Jahrhunderten, auch temporale Schiffe, halt, wie man schon am Anfang gesehen hat. Und ja. Ich glaube, das ist ein Schiff, das ist ein Kommandokreuzer.
verschließt, weil er mich gerade im Schuss steht. Ist nicht so praktisch. Oh naja. Dann zerstören wir halt alles schnell. Und da hat sich das Portal komischerweise schon viel zu früh geschlossen. Naja. Wir haben auch noch alle unsere Hangarplätze von Anfang an. Das ist ja das Schöne an den Worf-Schiffen. Die sind sehr robust. Die Truppen müssen das schaffen. Hier haben wir noch ein Portal, aber das wird auch. They're breaking off. We have them on the. Wait. We're getting massive energy readings. Something huge is crossing into our universe. Stand ready! Okay. So, und da haben wir auch gerade schon. Ja, Terra Gnoa ist das drüben. Und da ist Nita. Hätte gedacht, dass wir die nochmal sehen würden. Aber vor allem dann auch noch von. Wie ich denn gerade? Ach ja, ich bin. Da drüben ist Terra Gnoa, ich freue mich schon. Stoßtrupp herunterbeamen. Zünder durch. Achso, okay, also fliege ich erstmal hier drüben alles verteidigen und dann rennen wir zu Terra Gnoa rüber. Und dort weiter helfen. Surrender now! Nein, wir werden uns nicht ergeben. Stoßtrupp herüberbeamen. Wieso habe ich keine Schilde mehr? Okay. Brauchen wir wohl nicht. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf Terra Gnoa. Ich hätte noch nie gedacht, dass ich meine Station angreifen würde in STO, aber es war was Schönes. Schöne Abwechslung. You are fools to oppose us. So, die Session enthält sich soweit. Nur ist optional. Terra Gnoa. Und unter 50% DS9 über. Ja, das sollten wir schaffen. Jetzt haben wir schon 50. Und auch hier können wir einen Stoßtrupp nehmen. Wir müssen ein bisschen schleunigen. Man muss schon sagen, es sieht wirklich cool aus. Auch mit. Ja. Alles extrem riesig. Neue Hangarplätze, die gerade alle gestorben sind. Also ja schon, man sieht genau auf bestimmten Punkten eine Station. Ich habe es auch gut gemacht. Okay. Ach, sie haben sich wieder repariert. Okay. Jetzt werden wir den Zorn spüren. Ich sehe es ja. Kriegen sie nochmal einen Subraumwirbel geschenkt von mir. Und das ist auch gleich erledigt. Und ich finde noch schon, funktionieren schon ihre Gegenmaßnahmen nicht mehr ordentlich. Jetzt sind sie wieder auf 55%, aber da sie jetzt eh keine Schilde mehr haben, wird es jetzt ganz schnell tippen. We're taking too
deploy defensive countermeasures. Wie lange willst du es noch versuchen? Ach, 3 Minuten. Make repair! Repairs complete! Oh, das nutzt. Das müsste jetzt noch gut 3 Minuten hier rausschießen. Das ist zwar schon ein paar Mal zerstört. Aber sie hat echt Glück, dass dieser. Dass sie 3 Minuten noch hat. Deswegen muss ich immer wieder reparieren. Wir nehmen zu viel Schaden. Deploy defensive countermeasures. Make repair. Repairs complete. Face the wrath of the Terran Empire. We're taking too much damage. Deploy defensive countermeasures. Make repair. Repairs complete. Face the wrath of the Terran Empire. We're taking too much damage. Deploy defensive countermeasures. Make repair. Repairs complete. Face the wrath of the Terran Empire. Du, wir haben auch gerade keine Schilde mehr, aber es kann uns egal sein. Da wir eh als Clan schießen, was sie durch die Gegend fliegt. Nachgucken, 1 Minute 30 noch. Dann sollten wir es geschafft haben. Make repairs complete! Face the wrath of the Terran Empire! Ja, und es wiederholt sich auch ganz schön auf den Text, also das hätten sie ruhig ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen können. Als die ganze Zeit spielte zwar des Terranischen Imperiums. Aber. We're taking too much damage! Deploy defensive countermeasures! Make repair! Repairs complete! Face the wrath of the Terran Empire! So, optional dürfen wir eigentlich noch schaffen. We're taking too much damage! Deploy defensive countermeasures! Soll vielleicht nicht immer in den direkten Explosionsschiff reinfliegen. Und dann ist es sogar auch geschafft. Hier diesen Durchschnitt muss man durchschnittlichen Trefferpunkte müssen über unter 50% sein. Das haben wir doch geschafft. So, jetzt steht hier nur, aber wir können nicht raufschießen, okay. Ruf beantworten. Reading an energy surge coming from Terok Nor. Expect reinforcements at Our any moment. Our reinforcements will put you in your place. Oh. No to say. Temporaler Dreadnought. Hauptsache, okay. Das wird jetzt lustig. Aber das schaffen wir schon. Hat sich ja auch, wir haben wieder mehrere Mobius-Klassen. Bestellung besiegen, um den Stoß um Zeit zu verschaffen. Aber wir werden es versuchen. Wenn ich mich jetzt drehen könnte, das wäre vorteilhaft. Da sieht man auch die Spezialkonsole von dem Off-Schiff. Ist doch bezahlbar. So, Freunde sollten vielleicht auch auf den Dreadnought schießen, das wäre so hilfreich. Und wenn sie Schaden macht, dann hoffe ich aber mal auch. Wenn sie mich möchten, dann. Auf jeden Fall sieht der temporale Dreadnought schon extrem geil aus. So eine rotierte Weltklasse, also zwei Stück aneinander zusammengeschraubt in der Mitte. Bis
Wieso haben wir das noch nicht? Das wäre doch mal echt was Schönes. You haven't seen the last of me. Und da sind sie einfach verschwunden. In den Subraum. Und wir können Flottenmarken oder Markenpaket der Terranischen Sonderheit mit täglichen Bonusmarken. Bitte schön. Nehmen wir das mal. So, 77 Terranemarken. Halt auf normal. Dann gucken wir einmal im Ruf nach. Und zwar gibt es jetzt hier Terranische Sondereinheit. Ja, Tier 1. Finde ich eine Subluftwaffe. Dann geht es halt immer weiter. Es gibt bei den Terranen immer Disruptor und Phaserwaffen, soweit ich weiß. Das war es auf Triple so, auf dem Testserver. Und ja, also man muss wirklich sagen, auch sind recht stark. Ich kann mal jetzt gucken, vielleicht erhalten wir eine Waffe. So. Rüstungspaket. Jetzt sind wir schon vernichten, Disruptor Dualpistole. Nehmen wir schon mal zwei. Und ja, mal gucken, wie schnell ich dann auf Tier 5 bin. Und da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Freut mich immer und hilft mir. Und auch ein Abo. Und ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, falls ihr noch irgendwas anderes sehen möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.